Wir alle lieben Bärenmarke, Bärenmarke zum Kaffee. Ja, also alle, die jetzt so ungefähr mein Alter sind, die wissen Bescheid. Und ich habe mir, willkommen erstmal beim Onkel, ich habe gerade noch schön die Finger hier fliegen lassen. Wieder mal ganz lieben Dank für eure Kommentare. Und ich muss sagen, finde das richtig cool. Ich habe so ein bisschen mal geguckt bei YouTube, was man da so alles machen kann. Und ich habe da auch so bestimmte Statistiken gefunden. Und tatsächlich, ein Großteil unserer Community, weil das ist nicht meine, sondern die hat nur zufällig uns hier, ich habe nur zufällig uns hier zusammengeführt. Ne? Das ist so Kosmos und Schicksal und Karma und Karma ist a bitch. Kleiner Zigeuner. That's the problem. Ne? Und ja, wegrennen kann man davon nicht. Von da ist das unsere Community. Und ich muss echt sagen, also zum einen, wir sind ungefähr roundabout ein Alter. Also die Männer. Die Frauen sind natürlich alle wesentlich jünger hier. Was klar ist. Ne? Ich meine hier Sugar Daddy-mäßig. Beim Sugar Daddy geht es nicht immer nur um die Muffen, ne? Sondern um den süßen Charakter. Und ja, aber es sind auch Jüngere dabei und es sind auch wesentlich Ältere dabei. Und ich muss echt sagen, gerade die etwas ältere Generation, ich habe so einen Respekt vor euch. Ich finde das so geil, wer hier Ü50 ist. Nee, noch höher. Komm, also ich habe sogar so einen Balken 65 plus. Mega geil. Ja, also ich konnte es mir bei meiner Mutter nicht vorstellen. Ich habe mich ja noch bei der Muppet Show drauf zitiert. Meine Mutti ist natürlich schon im Himmel. Aber ich glaube, die lacht sich grob auch kaputt. Den Humor, den habe ich von der blauen Elise. Und ab in die Kommentare, warum sie so heißt. Ich finde das klasse. Also die wird es nicht machen. Meine Schwiegereltern, die machen das auch nicht. Und ich finde das richtig klasse, sich dann noch mit so einem Medium auseinanderzusetzen. Das erklärt auch so viel, dieses Facebook. Gejaule, das ist halt so dieser Dinosaurier unter den Social Medias und vielleicht kriegen wir euch da weg. Also, wir kämpfen, wir brauchen noch ein paar, ich habe gar nicht geguckt, wir brauchen noch ein paar für die Community und ich möchte da auch Abstimmungen machen. Also, es gibt natürlich mein Programm, wo ich einfach Bock drauf habe und ihr entscheidet, ob ihr euch das angucken wollt oder nicht. Aber für mich ist es erstmal wichtig, dass es rauskommt. Es wird auch etwas geben zum Thema Depression, weil ich habe mindestens einen gefunden, der da Bock drauf hat und den das interessieren würde. Und das reicht schon. Punkt, Feierabend, Ende aus. Ich muss hier nichts machen, nur ja, ich muss hier nicht der Masse hinterherlaufen. Was brauche ich euch nicht sagen, weil da seid ihr auch nicht das Publikum, was sich damit angesprochen fühlen muss oder sollte. Und das glaube ich nicht. Dafür sind eure Antworten und eure Kommentare teilweise wirklich viel zu detailliert. Und dafür respektiere ich euch und mich und uns. Und wir sind da, glaube ich, eine richtig coole Community. Da können sich dann manch andere Jungspacken-Lackaffen was von abschneiden. Aber dann gibt es da so ein paar Themen, die hauen dann durch den Kopf, wo man sich nicht so wirklich sicher ist. Sollst du es machen oder sollst du es nicht machen? Und dann machen wir einfach so eine Abstimmung. Ne? Und dann gucken wir dann Platz 1, 2, 3 oder so, was wir dann machen. Und die anderen Plätze kommen dann später nochmal rein. Und ob das funktioniert oder nicht, das sehen wir ja dann. Zum Beispiel das Thema Discord. Ne? Ich habe so ein paar Kommentare gefunden, da ging es um Discord. Das ist natürlich wieder mal etwas, damit musste selbst ich mich noch beschäftigen. Was heißt selbst ich mich jetzt noch beschäftigen? Mit selbst meine ich jetzt nicht aufgrund des Alters, sondern mit selbst meine ich da so ein bisschen. Ach so, wenn ihr auf die Werbung wartet, dann müsst ihr eben kurz ein bisschen vorspulen, weil wer den Onkel kennt, weiß, ne, der muss sich erstmal warm labern. Kommt dann noch. Nicht einfach nach 3 Minuten Stopp machen und sagen, der Trottel ist Kacke. Einfach mal kurz vorspulen und nachgucken. Ne? Weil Statistik, letztes Video, Minutenanzahl, Freunde, da bin ich Besseres von euch gewohnt. Wo war der Faden? Wo war der Faden? Wo, da ist er. Also so ein bisschen computeraffin. Das heißt, ich arbeite seit 30 Jahren mit Computern. Ich habe also immer irgendwie was damit zu tun. Also ich bin kein Grafiker oder so, aber halt, ne, Computer und Internet, das war halt schon immer so ein bisschen was. Aber ich bin halt nicht so ein Nerd. Und Discord, alter Falter, ist für mich immer noch ein Buch mit 7 Siegeln. Aber ich weiß ungefähr, wie man das machen kann. Das heißt, wenn wir Bock haben auf einen Discord-Server, was eigentlich für nichts anderes da ist, als dass wir uns dann auch unterhalten können. Das heißt, das ist praktisch wie so eine Art, ja,
wie so eine Art WhatsApp-Gruppe, aber halt mit Sprache. Ne? Man kann nur zuhören, man kann schreiben, man kann aber auch in den Raum gehen und sich unterhalten. Ne? Und wer jetzt sagt, ja, das hört sich ja cool an, aber ich habe keine Ahnung, wie das geht, kann man ja auch so ein kleines Erklärvideo machen. Mach ich live. Klack, 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 klack. Live Kommentare rein, live die Fragen rein. Es werden keine 3000 Leute sein, die sich das live angucken, sodass wir durcheinander kommen und keiner kommt dran. Sondern, das kriegen wir hin. Und vielleicht ist ja auch der ein oder andere dabei, der das dann wesentlich besser kann als ich. Oder wie ich als... Früher hatte ich eine als Wie-Schwäche. Heute ist meine Stärke. Und dann können wir uns gegenseitig unterstützen. Ja, also das wird dann auch noch kommen. Wollte ich noch was erzählen? Nee, genug gelabert. Gucken wir mal eben, ob wir die Maschine hier angeschmissen kriegen. Ich habe das so ein bisschen, also wenn ich jetzt komplett von euch weggucke, dann ist das nur der zweite Monitor. Ich habe das ein bisschen blöd gemacht. Irgendwann gibt es eine Roomtour, versprochen. Aber irgendwann, ne? Und ich habe also einen Monitor, so rum, so hier. So, ja, hier, logisch, da und den anderen halt von euch, also da. Ne? Von daher muss ich mal ein bisschen rumgucken. Dann ist das für mich etwas einfacher, zwischendurch zu stoppen und das Maul aufzumachen. So, wir machen eine kleine Zeitreise in das Jahr 1980. Natürlich passt nicht alles rein. Ein paar Sachen seht ihr unten schon in unserem News-Ticker. Den mache ich auch für jede Folge neu. Also es gibt Seiten, wo man dann wirklich rausfinden kann, was wirklich 1980 passiert ist, nur nicht 1981. Was die Werbung angeht, da kann ich es natürlich nicht garantieren. Das kriegen wir nicht so gut gefiltert. Aber es gibt ja so viel Werbung. Das Video, was ich jetzt hier habe, geht 1 Stunde 17. Keine Angst, das müssen wir nicht komplett durchziehen. Da können wir 2 Folgen von machen. Das reicht für 1981 auch noch. Ne? Obwohl das ist teilweise auch noch aus den 70ern. Müssen wir einfach mal gucken. Aber es geht nur darum, mal zu zeigen. Übrigens, das ist so ein typisches Wohnzimmer hier, ne? 1980. Ich war da 7 Jahre alt. Ja, so eine Couch, also wir selber zu Hause nicht, aber ich kannte eben, ich glaube, meine Oma hatte so eine Couch und die hatte definitiv solche Sessel, diesen Tisch. Darunter ist wahrscheinlich ein Fliesentisch und was ihr da so unter dem Tisch seht, an dem Braun, das Metall, das ist eine Kurbel. Damit konnte man den Tisch hoch und runter fahren. Das hatte unser Tisch auch. Nein, hatte er nicht. Wir hatten diesen grünen Marmortisch. Nein, der konnte das nicht. Aber das war total geil. Ne? Direkt gegenüber ist das Fernsehen. Im Schrank natürlich. Das war wichtig. Bei uns passte das nicht. Wir hatten einen blauen Punkt auf dem Standfuß. Aber da wurde dann zum Beispiel am Wochenende Abendbrot gegessen. Ich habe es geliebt als Kind, mit einem Brettchen ein Brot mit Messer und Gabel zu essen. Total bescheuert, oder? Aber das war geil, weil da war Papa auch da. Dann hatte Papa auch Zeit. Und dann wurde zusammen Fernsehen geguckt. Ne? Die Wüste lebt zum Beispiel. Mega geil. Ja, und so sahen die aus. So komische Tapeten. Ich hatte erst das andere gelbe Muster, aber das ist ja eigentlich eher 70er. Das hing natürlich 1980 noch in diversen Dingern. Und die Küchentapeten, ne? Die werden auch wieder in mit diesem ganzen Teekesselchen und so. Und schreibt mir bitte mal in die Kommentare. Meine Tochter singt. Gib gleich Abendbrot. Du kannst dir nachher den Tisch schnappen. Ach so, du kannst mal Debo auch Bescheid sagen. Ihr könnt auch schon mal den Tisch decken. Dann muss das nicht wieder alles mal machen. Und, Entschuldigung. Und, wo war ich denn jetzt? Bis du da einmal raus bist, ne? Bei mir. Das ist total, total schlimm. Tapete. Schränke. Groß oder klein? Und, hey, es ist Abendbrot. Was sind das für... Wie alt bist du nochmal genau? Ja. Die ist adoptiert. Nein, Quatsch. Wüste lebt, bla bla bla. Ich weiß es nicht mehr. Also, wir starten mal mit dem ersten Werbeblock hier. Wen haben wir denn da? Oh, da muss ich das Bild ausmachen. Ach ja. Wo ist denn das? Testbild, da steht's. Ihr habt mich verpasst. Wo sind denn die ganzen Bildungsmittel? Hier, ich hab für dich mit Medina. Da ist alles anders, wie ihr dich habt. Gibt's doch heute noch. Und Halsweh.
Ja, und wegen meinem Kopf und Gliederschmerzen. Ja, außer 1980 lief er noch durch die Wohnung und hat gefragt. Jetzt liegt er schon sterbend im Bett und fragt nach seiner Mama. Also wir werden alle härter. Ach, wie süß. Er schläft auch rechts, ich auch. Den kenne ich zum Beispiel gar nicht. Wer den kennt, reinschreiben. Es gab die Rama-Familien, die Butter-Familien und die Leck-mich-doch-am-Arsch-Familien. Vor allem geil finde ich den Hauptgewinn. Diesen Familienwagen, hat sie gesagt, ne? Voll der fette Benz damals. Ich glaube, das Ding hatte fast, ja, 2 Tonnen. Mit dem Kombiteil. Ja, das ist schon so eine Richtung Reality-TV, ne? Das kommt alles wieder. Typisch 80er Jahre. Guck mal hier, die Pornobratze. Ich hatte auch eine, wo ich 18 war. Und dann irgendwann haben sie mich alle auf Türkisch angequatscht. Und dann habe ich den abgeschnitten. Was okay jetzt nur, ich konnte nie antworten, weil der Erdnuss-Snack. Drama. Da dachte ich an was anderes. Also ich habe ein bisschen gesehen, nicht alles, aber da dachte ich an was anderes. In diesem Fall Makassuzin Hustenbonbons für frischen Beinhaken. Die blau-gelben aus der Apotheke. Makassuzin, wir sind gegen Husten mit allen Mitteln. Prinzessin Diana, wieder eine Fehlgeburt? Verlässt sie mit ihm, das Linda Gräge und die Liebe sagt, will er leben mit Frau mit Herz? 25.000 Mark an Gold für Frau mit Herzrätsel zu gewinnen. Haben Sie sich eine? Frau mit Herz gibt es überall. Wo geht das jetzt nicht? Beim Testen ging das. Entlehne Nasenbotten mit frischem Menthol mit natürlichem Eukalyptus. Milde Tropfen, lieber Schnupfen, beruhigt sich befreien. Übrigens, nichts hier mit Risiko und Nebenwirkungen. Fragen Sie einen Apotheker oder lesen Sie den Beipackzettel. Kenne ich aber nicht. Kenne ich aber nicht. So dass Sie wieder frei atmen würden. Entlehne tritt weit. Asche AG Hamburg hat es wohl auch nicht geschafft oder ist aufgekauft worden. Aber das Viech kenne ich echt nicht. Das ist doch aufgekauft worden, ne? Von Lucini, von Milka, ne? Haben die, also Milka ist ja Kraft und Kraft ist Heinz. Nee, die haben das, nee, genau. Die flüssigen Sachen sind dann Heinz und die fest. Ach, ich weiß es nicht. Müsst ihr mal googeln. Ist alles aufgekauft, gehört eh alles dem Gleichen. Aber ich kenne auch noch das Original. Ich habe es auch noch gegessen. Total geil. Aus Österreich. Übrigens, in Milka ist auch keine Alpenmilch. Nämlich nicht geschützt. Kupident Super Creme Extra Stark hält ihre Dritten fest und sicher. Von morgens bis abends. Gibt es alles nicht mehr? Jetzt ist die Frage: Brauchen die neuen Gebisse keine Haftcreme? Ich habe noch keins. Brauchen die Gebisse alle keine Haftcreme mehr? Oder gucken die Leute kein Fernsehen mehr? Oder, ne? Also das war früher wirklich so unsere Werbung, ne? Na, dir schmeckt's? Jetzt sitzen meine Oder, mit dem Apfelverblender, denn, ne? Extra Stark für Ihre Sicherheit. Krasser Scheiß, ey. Ist übrigens aus dem Hessischen Rundfunk. Polydiadem. Und wenn ich das sehe, muss ich ja immer an drei Wettertaff denken. Ne? Also, gab es ja auch diese mega geniale Verarsche von Otto. Da sitzt die hätte ich jetzt noch irgendwie mit einbauen können. Ne? Brett. Drei Wettertaff. Polydiadem. Kennt kein Mensch. Geh weg. Aber geile Frisur. Mega. Meine Frau sagt, nein. Aber die Männer, ne? Achtet mal drauf, es kommt alles wieder. Nur die Frauenfrisur nicht.
kann das Zeug noch riechen. Meine Mama hat das benutzt. Drachengold extra stark. Gibt das noch? Da fühlen Sie wie viele Menthol- und Eukalyptusdämpfe. Gibt das noch? Mit den tiefsten Atemwegen ziehen. Ich habe Körnerbrot gegessen und habe mir noch nicht die Zähne geputzt. Drachengold extra stark ist nicht der gut für andere Nase. Es schmeckt auch. Drachengold extra stark. Daran kann ich mich aber erinnern. Für Hals und Nase. Da gab es ja auch damals, und das habe ich wirklich ausprobiert. Falcon Crest, Angela Channing, the Grandma Stair of Böse Weiber. Fand ich wesentlich geiler als Denver Clan oder Dallas. Angela Channing, Falcon Crest, dieses Weingut in. Keine Ahnung, wo das war. Boah, so Familiendynastie-Beef, ne? Ja, als es solche Serien gab, brauchte man kein Beef im Internet. Da hatte man den Beef im Fernsehen. Heute hat es gute Zeiten, schlechte Zeiten, so ein Kack. Übrigens, Geheimtipp. Wer sich in Sat.1 und so ein bisschen auskennt mit diesem Trash-TV, der kann den Onkel finden. Muss mal gucken, muss das mal raussuchen. Ich war so bei 7 bis 12 Trash-TVs dabei. Hier die Wache, nee, wie heißt denn das? Ja, Klinik am Südring und so ein Gedöns halt. Ne? Da seht ihr mich live in Action. Falkencrest, mega geil. Ja, kenne ich. Wick, ne? Wick, oder? Ich hab's noch nicht gesehen. Ich schwöre. Leck und schlüpft durch. Ich hab's echt noch nicht gesehen. Das machen wir jetzt immer so. Ich mach nur so Stichpunkte, gucke, ob das für uns passt. Dann packe ich's rein, hab's auch nicht gesehen. Mal gucken, wie viel wir noch wiedererkennen. Für Licher, ist ja licherlich. Eine nette junge Dame hat im Post in der Community geschrieben, ich soll bitte nicht rülpsen, davon gibt es schon genug andere. Ich verspreche, ich werde versuchen, das bei mir zu behalten. Kenn ich nicht. Zuerst für die Käsecreme ganz mild. Da noch echter Käse drin war, ist auch so eine Sache, ne? Habe ich jetzt rausgekriegt. Also wenn ihr Frischkäse mögt, ja, und ihr seid Philadelphia-Esser. Die Käsepastete von Adler. Buko, guckt mal auf Besseresser. Das ist von ZDF. Sehr interessant, sehr unterhaltsam. Großmutter, warum hast du so große Zähne? Damit ich dich besser fressen kann. Hast du auch Zähne geputzt? Das ist eine Pornoschnauze, ne? Das war noch richtig in. Kauf eine Tablette und guck in den Spiegel. Wer waren eure Lieblingsschnauzbartträger? Die man sich eigentlich so ohne Schnäuzer nicht vorstellen kann. Ich habe die ganze Zeit im Moment nur einen im Kopf. Nein, nicht Amanda Lia. Ich bleib bei einem. Also meiner ist Magnum. Definitiv. Ach, wie hieß denn der andere, der hier auch mega geiler Film? Der sieht aus wie Magnum. Tom Selleck? Der hat hier Auf dem Highway ist die Hölle los. Super lustige Filme. Kannst du dir heute noch mit den Kids angucken? Also mein Sohn hat sich weggeschrieben, Voller. Blendax-Antibelag, Entfernzahnbelag. Calcium wird zugeführt und stärkt ihn gegen Karies. Also warum Calcium? Damit ich dich besser fressen kann. Was für eine Süße. Jetzt muss ich mir das rechte Ohr immer etwas mehr putzen, ne? Als das linke. Ich habe übrigens noch zwei kleine Überraschungen vorbereitet, außer Werbung. Keine Angst. Biovital und Thai Ginseng. Gibt's nicht mehr. Früher, zu Weihnachten, gab es immer, wenn einem etwas Gutes widerfährt, dann ist das einen Asbach-Wert. Persil mit der Schleife. Vorher konntest du das Zeug nicht kaufen. Da hat Henkel sich echt keinen Gefallen mitgetan. Und Thai Ginseng.
Naja, und 4711, ne? Gut aussehen. Guck mal. Aussehen. Ah, Papa hier damals, ne? Mädels so ein bisschen. Oh, die Frisuren und die Schulterpolster. Oh! Kann ich heute noch steil gehen? Nur Ohrringe, da stehe ich nicht drauf. Klerasil, habe ich gestern meiner Tochter gesagt. Soll sie sich mal kaufen. Was habe ich mir in der Pubertät Klerasil in die Fresse gekippt? Und, was hat's gebracht? Sieht man die Narben noch? Gar nichts. Und total geil war, da sind wir umgezogen, da musste ich in eine neue Klasse, in eine achte Klasse, in eine achte Klasse. Und was kriege ich? Mitten hier auf der Nase, ein riesengroßes, rotes, leuchtendes Ding. Also war auch gelb, aber das habe ich dann weggemacht und dann war der so am Leuchten. Und damit darfst du den ersten Tag in die Schule gehen. Ja, super, ey. Ich glaube, seitdem habe ich auch Depressionen. Nehmen Sie Gesichtswasser für klare, reine Haut. Heppinger, aber es hat sie gesagt. Ist ja nicht so gut, ne? Also, liebe Mädels, Jungs, wenn ihr noch voll Mineralwasser trinkt, mindestens auf das Medium runtergehen. Ich kann auch super kochen. Sollen wir mal so eine Kochshow machen? Sollen wir so ein paar von meinen Geheimrezepten raushauen? Meine 8 Minuten Kräuterbutter oder meinen mega geilen Kartoffelsalat und meinen Nudelsalat. Light übrigens. Seht ihr? Da ist noch so viel drin. Wir müssen noch ein paar Tage zusammen machen. Wasser ist Leben. Zu diesem Thema malen Millionen Mädchen und Jungen im größten internationalen Jugendwettbewerb. Über 200.000 Preise gibt es zu gewinnen. Darunter. Wer will da wohnen? Jetzt mal ganz ehrlich. Moment mal eben, Moment mal eben. Das ist so typisch. Das ist ja schlimmer als Ikea. Guckt euch das mal an. Das ist ja steril. Aber ein Aschenbecher auf dem Tisch. Aber ein Aschenbecher auf dem Tisch. Und der ist sogar halb voll. Aber bestimmt so eine Lehrerfamilie, ne? Er auch hier mit dieser gelben, der Genscher hat er sowas immer an, ne? Nee, so ordentlich war es bei uns nicht. Jungen im größten internationalen Jugendwettbewerb. Über 200.000 Preise gibt es zu gewinnen, darunter Flugreisen nach Kanada und Abenteuerferien. Teilnahmeprospekte in allen Volksbanken und Raiffeisenbanken. Unterhält man auch die Elterninformationen mit praktischen Tipps. Also, auf zur nächsten Volksbank oder Raiffeisenbank. Vor 8.1. Hatte ich gesagt, Hessischer Rundfunk ist das, ne? Was ist das denn jetzt? Treffpunkt Airport? Ach, das ist eine Fernsehserie, ne? Oder? Oder Nachrichten oder sowas? Kenne ich nicht. Kommt jemand aus Hessen? Ah, ist doch der Kranich. Da haben Flüge noch gekostet. Ich habe letzte Woche mal geguckt. Wollte zu meinem Admin. Der sitzt im Moment in Marokko. Alter, du kannst nach Marokko fliegen. Hin und zurück für 33,50 Euro. Was tanken die denn? Wasser? Und wer fliegt das Ding? Putzfrau? Nichts gegen Putzfrauen. Aber. Die gute, herrlich frische Schwäbchenmilch. Kenn ich nicht. Das ist langweilig. Aus ihrer Schwäbchenmilcherei. Martin. Martin, wahnsinnig viel Butler in den 80ern. Jo, entkoffeinierten Kaffee. Hat Jakobs den eigentlich erfunden oder was? Was soll das? Das ist genauso wie alkoholfreies Bier. Nee, es ist schlimmer als alkoholfreies Bier. Weil das löscht ja noch den Durst. Aber wer braucht entkoffeinierten Kaffee? Oh, da gab es doch diesen Kaffeehaken, ne? Und wisst ihr, wie ich gehasst habe? Den Militärmann. Den konnte ich nie leiden. Den konnte ich echt nicht leiden. Wisst ihr, was Haribo heißt? Hans Riegel Bonn. Cool, oder? Aber wusstet ihr bestimmt. Da ist jetzt schon Nivea Lotion. Das muss also Ende der 80er sein. Vorher war das nämlich bei uns früher anders. Es gab eine Familiendose Nivea. Und das war für alles. Du brauchtest nur Nivea.
Und die, die keinen Bock auf Nivea hatten, was hatten die? Richtig, die hatten Melkfett. Esso. Pack den Tiger in den Tank. Ich habe die Spritpreise da unten reingepackt. Ich meine, eine Mark Winterqualität für den Sprit. Ja, Greta wird's dir danken. Ja, ich bin 72. Doppelherz. Und ich habe die Kraft der zwei Herzen. Doppelherz, die Kraft der zwei Herzen. Oder bestimmt auch nur Schnaps, oder? Hat das mal einer? Ich hab's nicht mal gerochen. Wie heute? Was ist das? Jetzt gibt's dreimal Gewinnziehungen jede Woche im Lotto 6 aus 49. Lotto am Mittwoch, jetzt ja, ja. Lotto gewinnt aber euch. Zwei Gewinnchancen je Spielfeld. Wahrscheinlich schreibt ihr jetzt alle ja, ne? Lotto am Samstag mit einer Ziehung und ganzem Gewinntopf. Da spiele ich jetzt mit. Wir haben als Kinder immer gekriegt, Sandustol. Oh, Glücksspiel. Mein Gott. Kein Weg ist dem Langnese. Langnese? Aber war geraten, ne? Die kannte ich nicht. Das war jetzt echt nur geraten wegen den Bienen. So. Drei Stück noch, dann kommt ein Special. Gut. Aber Stimmen auf die Innenhand möglich werden. Das kann er nur wissenschaftlich prüfen. Dafür ist er Experte. Ja, Bob ist nur einer von 10 Monaten. Aber an dieses Öxel-Dings, da kann ich mich auch erinnern. Dies Markenzeichen der Natur. Hip, dafür stehe ich mit meinem guten Namen. Ja. Boah, was mit Plöre, wa? Wir haben immer Muckefuck gesagt. Wobei Muckefuck ist ja so ein Kriegskaffee. Das ist ja eher Karo-Kaffee, dieser Malzkaffee. Ekelhaft. Aber wisst ihr, was total geil schmeckt? Habe ich durch Zufall probiert. Meine Kaffeemaschine war kaputt. Meine Frau hat mir eine Dose Nescafé geholt, den billigen aus dem Aldi. Und dann hatte ich noch einen Schluck in der Tasse. Hab das aber nicht gesehen und hab mir da Cola reingekippt. Meine Freunde, von denen kriege ich noch 35.000 Euro. Vom Zaun bricht dann auch noch ein Streit. So kommt es zu Prozessen. Für Rechtsschutz sorgt die Allianz. Aber wenn es ums Bezahlen geht, sind die alle gleich. Und eine höhere Instanz. Arschlöcher wie, ey. Reinigt die Streitfragen. Denn wer sich Allianz versichert, der ist voll und ganz gesichert. Der schließt vom ersten Augenblick ein festes Bündnis mit dem Glück. Und? Allianz fürs Leben. Keine Drecksack. Allianz versichert. Ja, oder auch nicht. Aber alle gleich. Gut, schlecht, scheiße. Keine Ahnung. Waren das schon drei? Nee, ne? Jawohl, genau. Atari stellt die neue Computergeneration vor. Atari. Wir haben den kraftvollen 68.000 Megaprozessor. Das ist spitzenfähig. Speicher von mindestens 512 Kilogramm. Mit einer Hand, alles im Griff. Mit einem Blick, klar und übersichtlich zu verstehen. Der Atari hat Standardanschlüsse serienmäßig mit einem ungewöhnlich niedrigen Preis. Atari, wir machen Spitzentechnologie preiswert. Ja, oder auch nicht. Das war schon. Oh mein Gott. Also die richtigen Burner, an die ich mich erinnern kann, waren jetzt noch nicht mit dabei. Verwiderlicher Bier. Also gehen wir mal davon aus, das kommt irgendwo aus Hessen. Mist. Den wollte ich mir jetzt eigentlich als... Lassen wir uns das Bierchen mal als Hintergrund. Also, ich habe mal die Top 10 Kino-Neuerscheinungen von 1980 rausgesucht. Und die möchte ich euch jetzt ganz gerne zeigen. Ich habe sie leider nicht sortiert. Ich weiß nur noch, wer definitiv auf Platz 1 ist. Und das lassen wir dann mal bis zum Schluss. Fangen wir mal mit was
eigentlich mit dem Film an, der mich wirklich überrascht hat, dass der schon so alt ist. Und Vorsicht, Leute, jetzt wird's schmuddelig. Brooke Shields, die blaue Lagune. Ja, also ich weiß nicht. Für die damalige Zeit, ne? Ich muss mal rausrecherchieren. Ich weiß nicht mehr, wann der rauskommt, aber ich weiß noch, der erste Werbespot im deutschen Fernsehen, wo eine Brust gezeigt wurde, das war die Fahrwerbung, wo die Frau so ins, logisch die Frau, Männerbrüste hat man vorher schon gesehen, wo die Frau so in das Wasser gesprungen ist. Und man musste zwar genau hingucken, aber das war schon ein kleiner Skandal. Ne? Und die Blaue Lagune ist doch dann jetzt auch irgendwann nochmal neu verfilmt worden. Ich glaube mit Leonardo, oder? Er würde zu ihm passen. Das war schon so ein richtiges kleines Softpornochen, ne? Wie sie dann so durch die Büsche kommt und sagt, du, ich habe genau gesehen, was passiert, wenn du dir da unten rumspielst und so. was mich definitiv überrascht, ist einfach die Zeit. Ne? Dass das ein Standardwerk war fürs Kino. Irgendwo aber auch ein Meilenstein, ne? Der sexuellen, ja. Ja, also wer den Film nicht kennt, die stranden da als Kinder und wachsen da auf für sich und gründen auch eine Familie und so und müssen irgendwie zu zweit einfach alles lernen. Also reden konnten sie schon, mit Messer und Gabel essen konnten sie auch schon. Ich weiß nicht, wie alt die da waren, als sie gestrandet sind, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann sind die halt da groß geworden. Also Mowgli mit Partner. Dann haben wir, ich bin mir nicht sicher, aber ich würde mich nicht wundern, wenn es die Vorlage für Pulp Fiction war. Einer der absoluten Filme. Ich weiß es nicht. Man ist da immer so schnell bei. Aber ich glaube, wenn es eine Top 100 geben würde, des 19. Jahrhunderts, nee, des 20. Jahr, also von 1900, na egal. Was soll denn der Scheiß? Hä? Geht's noch? Da müssen wir jetzt mal hier ganz kurz. Leiser. John Belushi und Dan Aykroyd, Blues Brothers. Absoluter Mega, oder? Heute noch. Also zumindest der Style, der so ein bisschen rüberkam. Und sein Bruder von John Belushi, übrigens die Namen sind natürlich noch verkehrt rum, war hier, wer kennt K9? Mein Partner mit der kalten Schnauze. Das war dann mit seinem Bruder. Den Film kenne ich überhaupt nicht. Übrigens mit den gleichen Schauspielern wieder hier, also zumindest in den Hauptrollen. Also 1941, wo geht's bitte nach Hollywood? Den habe ich nie gesehen, der sagt mir gar nichts. Weiß ich auch nicht, ob der gut ist. Jetzt kommt ein Film, der absolut bekannt ist vom Titel und ich muss gestehen, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ja, das werde ich aber nachholen, vielleicht sogar heute Abend. Ja, Dustin Hoffmann und ja, das, wo unsere kleine Kirsche nie hinkommen wird. Die Streisand, Meryl. Oh, Meryl Streep und Barbara Streisand sollte man nicht verwechseln. Hammer, oder? Die Frau, den kurzen kenne ich auch. Der hat nochmal irgendwo mitgespielt. Aber ich habe den Film noch nicht gesehen. Und er hat Oscars bekommen. Damals konntest du aber noch Oscars kriegen. Ja? Wenn du heute einen Film siehst, oh, er hat 4 Oscars gewonnen, dann darfst du den ja schon nicht gucken. Der kann ja schon nichts mehr taugen. So, den kenne ich auch nicht. Ist aber mit Kirk Douglas. Den feiere ich ja absolut. Martin Sheen wird immer verwechselt mit, weiß ich nicht mehr, mit irgendeiner Mutter der mit dem halt. Ich habe ihn nicht gesehen. Der letzte Countdown. Ich weiß auch nicht. Mal gucken, wenn ich mal Langeweile habe oder auch nicht. Ja, jetzt kommt natürlich mein größtes Idol. Er hängt hinter mir 1,20 Meter mal 80. Ja, wer ist es? Wer ist mein Kindheitsheld? Oder einer meiner, aber mit Abstand Nummer 1. Wie ging denn die Jeopardy-Melodie noch? Ich muss mir Melodien runterholen für 81. Bud Spencer. Buddy, haut den Lukas. Das ist der zweite Teil mit dem außerirdischen Kleinen. Wo die in dem Footballstadion sind und diese YMCA-Gang
ihn verkloppen will. Also, genial. Den Mann habe ich geliebt, vergöttert, mache ich heute noch. Also. Ja, jetzt kommt wieder ein Meilenstein. Absolut, absolut. Muss man nicht mögen. Fand ihn auch nicht so cool. Aber letztendlich war ich vielleicht auch zu jung, ne? War eigentlich Tina da schon bei? Nee, ne? Bei dem ersten war Tina noch nicht mit dabei. Also Mad Max. Klar, ne? Oh, es ist. Brauchen wir nicht drüber reden. Jetzt kommt ein Film, den ich überhaupt nicht kenne. Ist ein deutscher Film mit einem Sänger, den wir ja noch von meinem ersten Video kennen. Mit Marius Müller-Westernhagen. Übrigens, der kriegt jetzt auch Knete von mir. Ne? Also, Theo gegen den Rest der Welt. Sagt mir nichts. Wenn sich der lohnt, dann bitte in die Kommentare schmeißen. Wenn ihr möchtet, kann ich ja auch mal so meine Highlights reinpacken. Übrigens im Moment absolut auf Nummer 1 bei mir Raymond Reddington, Blacklist. Ich warte spannend auf die 9. Staffel. Ja, und wer hätte es gedacht? Auf Platz 1 tatsächlich... Luke. Dein Vater. Ja, ich liebe Star Wars. Ne? Enterprise, Star Wars, Science Fiction rauf, runter. I love it. Liebe es. Wobei, wenn man sich mal überlegt, wie alt der Film ist, wenn ihr den irgendwann mal in die Finger kriegt, in der Originalversion, nicht das später bearbeitete, in der Originalversion, und das mal mit heutigen Produktionen vergleicht, nichts mit Computer, richtig noch mit Modelle gebastelt und. Also da, boah, Chapeau, also das aus dem Mann, was wurde, aus dem George, das ist ja wohl klar, ne? Ja, das waren die 10 Kino-Highlights 1980. Aus dem Herzen der Natur. So, Chef, der Flur wird fertig. Dann machst du jetzt die Fenster ran. Das muss ich aber mal eben gucken. Ich mach Knusperpause mit Hanuta. Na, jetzt wissen wir wenigstens, wo Knoppers seine Idee hatte, ne? Morgens um 9:30 in Polen. Wo ist mein Knoppers? Was hast du jetzt gemacht? Knusperpause, Chef. Die Waffeln knusprig, die Nüsse knusprig, die Füllung haselnussig. Dann gibt es ja zu jeder Generation gibt es ja so Sprüche, ne? So, jetzt ist ja Maschala und weiß ich nicht was. In den 80er Jahren hatten wir auch unsere Sprüche. Ich habe da mal ein bisschen was rausgesucht. Kann natürlich jetzt nicht im ersten Jahr alle raushauen. Aber ich guck mal. Oh, der ist hart. Ein Hoch auf die Kinder unserer Eltern. Das ist so typisch 80er, ne? In 7 Wochen. Geht schnell. Da haben Sie wohl Erfahrung. Ja, keine Macht für niemand. Lieber null Bock als gar keine Ziege. Ich geh kaputt, wir kommen mit. Also ich finde, Omo ist ein ganz tolles Waschbecken. Omo gibt's gar nicht mehr, ne? Ist mittlerweile zwar aus dem Säugling. Hattet ihr auch eine Ariel-Tonne für euer Spielzeug oder für die Wäscheklammern im Keller? Da waren Obstflecken. Boah, wisst ihr, wir hatten Hochwasser. Oh, aufschreiben. Und bei meiner Schwiegermutter ist natürlich, ne, Keller alles vollgelaufen. Und die hatte noch eine uralte Ariel-Tonne. Selbst bei Tee oder Kakaoflecken schon bei 60 Grad sauber. Waschmittel ohne TAED-System schaffen das nicht. Und auch im Kochwaschprogramm. Oh, kennt ihr noch die alle Witze? Deshalb empfehlen wir bei AEG Omo. Omo, durch das TAED-System überlegen bei 60 und übertroffen bei 95 Grad. Sie brauchen nur noch Omo. Ich habe einen neuen Partner. Ah! Stabilo Moss. Zum Hervorheben. Hetzel und Partner, als der Vorgänger von Rainer Kallmund, Günter Strack. Sehen Sie selbst, ein neuer Kaffee. Ja. Ah. Edusho ist sowas wie Chibo. Früher gab es Edusho und Chibo. Und ich glaube, Chibo hat Edusho damals gekauft.
Alle stehen vor dem brennenden Haus, nur nicht Klaus. Der schaut raus. In Kolumbien und Schulen gerüstet. Und natürlich im ganzen Raum. Ganz klar. Alle schauen zum brennenden Auto, nur nicht Kurt, der hängt in Kurt. Genieß die kleine Pause. Sag ja zu Yes. Yes, Torte. Leicht wie Biskuit. Locker wie frische Torte. Mit zarter Karamell oder Kakao-Creme füllen. Yes, Torte. Der leichte Locker ist. Jetzt neu mit zarter Nusscreme füllen. Alle schauen in die drehende Bohrmaschine. Nur nicht bitte, der dreht mit. Sie das Endpage zu Herrn Schulders an. Früher hatten noch viele Jungs lange Haare. Boah, ist das fies, ey. Obwohl ich schon viel versucht hatte. Bis mich mein Mann auf Head and Shoulders aufmerksam machte. Ich hab's probiert. Alles steht das Wasser bis zum Hals. Nur die Kleider. Jetzt kleiner. Benutzen Sie das neue Head and Shoulders. Es wirkt. Ich muss mir sowas immer bildlich vorstellen. Stahlfix, ja. Und Akkupatz. Angelaufene Töpfe, Stahlfix. Kannen und Pfannen, Stahlfix. Die kann ich nicht bringen. Belag und Bügeleisen, Stahlfix. Glanz auf Edelstahl im 0, nix, Stahlfix. Da Pipi in den Augen, ich kann nicht lesen. Otto! Otto Versand, Hamburg! MB. Ein saublödes Spiel für fröhliche Wochen. Alle spielen am elektrischen Stuhl. Nur nicht Walter, der spielt am Schalter. Come on, böse. Glücksmax. Ich habe ich auch gerne gegessen. Knusprig gerösteter Weizen. Mit Honig und 6 Vitaminen. Ja, mit Honig und 6 Vitaminen. So hat man uns damals verarscht. Und die extra Portion Milch, ja, also Kinderschokolade, Kellogg's Max, alles rein. Ja, das ist alles gesund. Ach du Scheiße, 42 Minuten, das guckt sich doch kein Mensch an. Okay, nachdem machen wir Break, den Rest verwahren wir uns dann für den zweiten Teil. Jetzt habe ich mich verplappert. Das tut mir leid. Bis 31.03. zur LBS. Oder kommt der, ist der nächste cool? Kennt ihr das? Einen noch. Oh, komm, einen noch, ne? Also einen noch. Peters Sachen sehen ja recht ordentlich aus. Ja, bitte. Oh, eine rote, eine putzige, sagt man hier. Da ist noch Öl. Oder eine blaue. Moderne Gewebe kann ich nicht kochen und ohne Kochen wird es nicht sauberer. Doch, mit Visier. Visier schafft's. Ja, einfach Visier. Aber blau ist aus dem Sauerland. Auf starken Schmutz direkt etwas Visier. Dann waschen. Visier im Test gegen Pulver. Nicht sauber bei 60 Grad. Immer dieses Herkömmliche, ne? Kein Mensch weiß bis heute, was herkömmlich ist, ne? Herkömmliche Spülmittel, herkömmliches Waschmittel. Durch und durch sauber. Unglaublich. Das Fahrradöl weg. Ja, Fahrradöl, also wer, wenn ich damals, ohne Scheiß, wenn ich damals mit so einer Hose Fahrrad gefahren wäre, weißt du, was ich gekriegt hätte? Ich hätte Visier gekriegt. Und zwar hinten, ja? Bis es scheppert und knallt. So ist das gewesen. Ja? Da durfte sie ja Kinder noch schlagen. Also ich habe nie Schläge gekriegt. Also. Bin aber auch nicht mit beige-weißen Hosen Fahrrad gefahren. Wir hatten ja für gut. Wir hatten ja unsere Schulprötten, dann hatten wir die draußen für den Waldprötten. Das wurde dann später das Gleiche. Und dann hatten wir für Sonntag und für gut. Und wehe, Freunde der Nacht. Und wehe. Ich habe übrigens mal geguckt, für Hintergrund, ne, wollte ich eigentlich so ein 80er Jahre Kinderzimmer nehmen. Was ich da für komische Bilder gefunden habe, wie auf dem Quellekatalog. Ja, wo ich mir gedacht habe, ey, sorry, das glaubt ihr doch kein Schwein, dass so ein Kinderzimmer 1980 ausgesehen hat. Und dann habe ich mir gedacht, komm, nimmst du das Wohnzimmer. Also, ganz lieben Dank. 2, 3 Sachen finde ich. Ich guck mal, ob ich für 1981 ein bisschen. Ja. Ich glaube, es ist jetzt nicht das Highlight geworden. Aber wir arbeiten dran. Ist versprochen. Dafür musste ich jetzt aber auch. Und das müsst ihr dann berücksichtigen. Ne? Ich musste jetzt nicht 50 Stunden arbeiten, sondern das waren 2, 3 Stunden Arbeit. Das Material zusammensuchen und fertig machen. Nach 4 Stunden. Und Johnny. Johnny ist rattig. Nymphensittig. Drecksau.
Und ich kann relativ frei los und ihr schneidet das auch nicht. Ne? Das geht so zack, bumm, rüber zu euch, spult vor und zurück, wie ihr Bock und lustig habt. Oder ich habe jetzt heute von einem gelesen, manchmal erkennt man es ja an den Nicknames nicht. Da lief ich nebenbei, währenddessen das Fenster geputzt wurde. Ja. Das ist nicht Johnny, das ist Eberhard. Das ist der Große. Der große Blaue. Halsbandsittich. Sie ist zahm. Cordula ist zahm. Die kommt bei mir um den Finger, die gibt mir auch Küsschen, die kommt auch auf die Schulter, aber ich darf mit ihr nicht so weit. Die sind bei mir hier frei. Wenn ich die Roomtour mache, die haben eine große Voliere. Dann haben die ein doppeltes großes Fenster. Das ist so zusammen, sind das 2 Meter. Da ist das Fensterbrett. Das habe ich dann verlängert, so auf ja, 80, 90. Da sind dann Stäbe, hier Birkenstäbe und so. Da ist natürlich dann Vogelsand, da ist Spielzeug, da ist so ein Brunnen, so eigentlich für draußen. So ein Wasserfallbrunnen, da baden die, da trinken die. Und dann haben die da ihr Spielzeug und ihre Nistkästen und ihre Nester zum Verstecken und so. Und da halten die sie auch meistens auf. Das heißt, man kann es tatsächlich relativ gut sauber halten. Aber wenn die dann ihre 5 Minuten kriegen, dann können die tatsächlich hier praktisch fast einmal drumrum. Also unser Haus ist praktisch um das Treppenhaus gebaut. Ne? Das ist wie so ein O. Das heißt, bei mir vom Büro geht es dann ins Wohnzimmer. Dann geht das Wohnzimmer ein Stückchen nach links. Und dann wird das Esszimmer. Das geht dann wieder rüber. Dann kommt die Küche, dann kommt der Flur. Ja, von Küche und Flur, da sind Türen. Ja, so ist das. Das war die Klingel, das ist meine Frau. Küsschen vom Onkel. Wir sehen uns wieder. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen.